Wann hast du gemerkt, dass du mentale Fähigkeiten hast? In welchem Alter? Ja, schon sehr früh. Aber ich habe einfach immer alles eben von wegen Detektiv, habe immer alles beobachtet. Und wenn zum Beispiel meine Eltern die Schlüssel verleiht haben, habe ich gewusst, wo sie sind. Ich stelle dir 4 Fragen. Mhm. Und du musst dir alles in visuelle Sachen, musst dir visuell vorstellen. Und sobald du vorgestellt hast, antwortest du laut. Okay. Und bei einer musst du lügen. Hey, hallo miteinander, schön, dass ihr eingeschaltet zur 6. Ausgabe Sensationell. Hey, du noch schnell den Abo-Button betätigen und die Glocken aktivieren. Dann verpasst ihr sicher keine Sendung mehr. Ich bin da gerade noch die letzte Frage aufschreiben für meinen heutigen Gast. Er ist Gedankenjäger, der Tobias Heinemann. Hoi, weißt du eigentlich, was ich dir als erste Frage stelle? Ja, das höre ich öfters. Was ist die erste Frage? Dann streichen wir dir gerade, gehen wir zur zweiten, die ist besser. Weißt du meine zweite Frage? Noch nicht, ich müsste ein paar Fragen stellen. Es ist nicht so, dass ich weiss, was du denkst. Vor allem, wie du es ja schon gedacht hast. Mhm. Bei mir ist das Gedankenlesen, also Gedanken, die du in dem Moment hast. In dem Moment hast du auch Reaktionen, kann ich es lesen. Aber wenn du jetzt sagst, oh, was habe ich vorher gedacht oder was hast du gestern gedacht, dann müsstest du es wie aktiv wieder zurückholen. Meine erste Frage in der Sendung ist immer, beschreib dich in einem Wort. Wer ist der Tobias Heinemann? Schwierig. In einem Wort, beruflich würde ich sagen, wissensbegierig oder neugierig. Ich will immer, immer forschen, verbessern. Und privat, so als Person, würde ich sagen Optimist. Optimist? Ja. Wie ich? Das kann noch gut kommen. Gut. Man beschreibt dich auch als modernen Sherlock Holmes. Wie bist du zu dem gekommen? Also eigentlich wollte ich Detektiv werden. Also ich habe wirklich ganz klein schon, ich bin der jüngste von 3 Kindern. Meine Großmutter hat immer Detektivgeschichten vorgelesen. Am Anfang halt Annie Plight, ein Geheimnis um die schwarze 7 und so weiter. Und dann irgendwann ist dann auch zum Sherlock Holmes gekommen und ich wollte Detektiv werden. Und gleichzeitig hatte ich aber immer das Fable für Bühnen, Schauspiel. Und irgendwie hat es sich dann vermischt, vor allem als ich dann drauf gekommen bin, dass bei der Polizei vielleicht dann ein bisschen langweiliger gewesen wäre, als es so in den Büchern dargestellt wird. Und dann ist das entstanden. Man bezeichnet dich auch als Gedankenjäger. Du hast auch beim SRF eine grosse Show gehabt, der Gedankenjäger. Ja. Wie bist du zu dem Namen gekommen? Das ist vom SRF. Also ich selber sage, ich bin Gedankenleser, wie es das beschreibt. Und Gedankenjäger war damals halt dann, der Titel von meiner eigenen Fernsehsendung im Schweizer Fernsehen. Das war vom Schweizer Fernsehen der Titel. Mhm. Und dann hast du gemerkt, dass du mentale Fähigkeiten hast. In welchem Alter? Ja, schon sehr früh. Aber ich habe einfach immer alles eben von wegen Detektiv, habe immer alles beobachtet. Und wenn zum Beispiel meine Eltern die Schlüssel verleiht haben, habe ich gewusst, wo sie sind. Aus verschiedensten Gründen. Entweder weil ich es gesehen habe und mir gespeichert habe, weil mir alles immer gemerkt habe. Oder einfach, weil ich mich gut hineinversetzen konnte. Und dann gesagt, du bist doch noch mit dem Hund gegangen, hast die Jacke gewechselt, das ist sicher dort und dort so. Und dann kam das Interesse eben auch von wegen Sherlock Holmes. Ich habe mich früher mit Hypnose beschäftigt. Über die Hypnose sind die ganzen psychologischen Sachen dazugekommen. Und so ist es eins nach dem anderen. Bevor wir ein richtiges Gespräch starten, kommen wir zu unserer ersten Rubrik. Und die heisst Kaffee, Tee oder Mehl. Ja, was hättest du gerne zu trinken? Ich nehme gerne einen Tee. Gut, dann nehme ich einen Kaffee. Du bist als Gedankenjäger auf der ganzen Welt unterwegs. Ich habe gesehen, New York, Las Vegas, Berlin, ja. Überall kennt man dich. Ja. Wie bist du entdeckt worden? Was heisst entdeckt worden? Es ist halt dann Schritt für Schritt. Ich mache es so lange, also ich irgendwie 94. Bin ich das erste Mal so als Profi auftreten, habe dann aber einen Unterbruch gemacht und noch studiert. Und dann ich habe in London Schauspiel studiert, dadurch hatte ich Connections nach London. Ursprünglich wollte ich in Amerika studieren, hatte dort Connections und bin dann auftreten. Und dann war es so Mund zu Mund. Und dann immer wieder halt umgereicht worden. Bei Firmen alles. Kaffee und Tee, genau. Bei Firmen, ja. Und jetzt, letztes Jahr leider, wäre ich auch wieder gut unterwegs gewesen. Ich wäre in New York gewesen. Mit dem Amt füllen, Off-Broadway.
London hätte ich etwas Schönes gehabt, dann Japan wäre ich bei der Olympiade gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Siehst du jetzt in mich rein, wenn ich so vor dir hocke? Du als Gedankenjäger. Oder was denke ich gerade aktuell? Nein, also es ist so, eben, es ist ein Beobachten. Sicher gewisse Sachen sieht man halt einfach gerade schon, boom, wenn man Leute beobachtet. Aber bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich dich analysiere, wie du jetzt vom Charakter bist. Also es gibt immer so drei Sachen, die man sehen kann. Das eine ist so, sagen wir mal, das Gesamtbild. Und da sieht man dann halt so, wie du generell bist. Oder man sagt vielleicht Stimmung. Und das ist eher eine längere Geschichte. Sagen wir mal, deine Tagesverfassung. Und das können die meisten Leute ja eigentlich. Das heisst, einer kommt in den Raum und pff, dann merkt man, der ist negativ drauf. Der ist heute aber schlecht drauf. Und das sehen viele. Das ist so, das Stimmung, das heisst, das kann mehrere Tage, Tag, halben Tag, das sind eher so die längeren. Dann gibt es so einen kleinen Bereich, wo vielleicht von ein paar Sekunden bis mehrere Minuten geht. Dieser Bereich ist für mich gar nicht spannend. Das ist der, wo man am meisten faked. Das heisst, ich frage dich jetzt, ah, wie geht es dir? Und ja, ja, gut, obwohl es dir nicht gut geht. Das andere ist, wir reden jetzt und du sagst mir mit Wort, dir geht es eigentlich nicht so gut. Und ich ignoriere das völlig. Ja? Da wirst du immer mehr physisch das zeigen, dass es dir eigentlich nicht so gut geht. Und das ist dann, die geht es zwar nicht so gut, aber das ist trotzdem gefaked. Das ist geschauspielt, wie einfach als Kommunikation. Wir zeigen das dann, dass der Gegenüber irgendwann dann mal drauf einsteigt. Und das ist für mich auch nicht spannend. Und dann gibt es die Reaktionen, die ehrlich sind, aber die sind sehr, sehr, sehr kurz. Das heisst, ich stelle dir eine Frage, zum Beispiel, oder ich weiss, du denkst jetzt über etwas nach und dann hast du ganz kurze Reaktion und die kannst du nicht faken. Das ist auch beim Poker quasi, deswegen ist der Moment, wo ich Karten anschaue, wichtig. Weil ich kann mir zwar Sachen überlegen, hin und her, aber trotzdem ist es eine Überraschung. Bist du ein guter Pokerspieler in dem Fall? Ja, ich habe schon ein paar Turniere gewonnen. Und das kann ich nicht verstehen. Ich auch nicht, selbst wenn man es weiss. Deswegen jetzt ist es nicht mehr so lustig. Deswegen legen dann viele Sonnenbrillen an, Käppli, Musik. Das ist einfach mehr oder weniger, ich darf einfach gar kein Zeichen weggeben. Du arbeitest eigentlich mit Techniken? Ja, Techniken, Methoden. Aber je nachdem, was ich mache, ist es unterschiedlich. Also eben, ein Teil ist Körpersprache, ablesen, beobachten. Ein Teil ist, dich zu manipulieren, zu steuern über die Sprache, über meine Körpersprache. Ein Teil ist, sind einfach Gedankensachen. Eben, du hast vorhin auch im Vorgespräch gesagt, eben, es ist gar nicht Magie oder auch Esoterik, wo viele Leute das Gefühl haben. Nein, es ist wirklich, das kann man erlernen. Ist das richtig? Ja, man kann es erlernen, aber gewisse Sachen sage ich schon, du musst Talent haben. Also, weißt, wie ein Musiker, Klavier kann jeder lernen, aber er fragt dann, wie weit kommst. Also ich mache zum Beispiel gewisse Sachen über Körperkontakt mit Spüren. Und wenn ich jetzt 100 Leute nehme, dann wird ein paar darunter haben, selbst wenn ich die trainieren würde, die würden es nie lernen. Wir spüren es einfach nicht. Aber grundsätzlich vieles ist dann schon erlernbar. Ja. Mhm. Wir werden dann nachher noch zusammen ein kleines Experiment machen. Aber wir kommen zu einer weiteren Rubrik und die heisst 1 von 3. Ja, bei 1 von 3 darfst du aus diesen 3 Guten auslesen. Okay. Hast du eine Ahnung, was dahinter sein könnte? Wenn ich jetzt etwas denke an ein Wort, das drin ist, lies zuerst mal eins aus. Ich nehme, also es ist nicht ganz rot, aber ich nehme das Rot. Das Rote, sehr gut. Das Lustige ist, du bist einer der Ersten, der bei uns in der Sendung eine andere Farbe als Blau nimmt. Wüsstest du jetzt, was da drin für ein Wort ist? Nein. Nicht. Und wenn ich daran denke, wäre auch schwierig. Könnten wir herausfinden, aber sonst machen wir nachher mal etwas Wort. Dann nehmen wir zuerst mal das Wort, genau. Und zwar, du bist eigentlich ein optimistischer Mensch, aber vor was hast du Angst? Angst? Gibt es etwas? Ja. Das heisst, das macht mir Angst. Mhm. Oder gibt es auf der Bühne auch so einen Moment, wo du sagst, oh, vielleicht funktioniert das nicht immer so, wie ich das gerne hätte? Ah, das gibt es, aber ich habe davon nicht Angst. Also, passiert das noch oft, dass etwas nicht funktioniert? Oder wie geht man damit um?
Eben keine Angst. Also wenn ich Angst hätte, also ganz früher hatte ich schon mehr Angst und Bedenken und dann geht auch mehr schief. Aber jetzt, ich gehe einfach raus, naja. Mhm. Und dann passiert es auch weniger. Mhm. Und ich vertraue einfach in meine Fähigkeiten, dass ich weiss, oft kann ich es retten. Das heisst, manchmal geht etwas schief, das Publikum merkt es gar nicht. Oder ich kann dann einfach etwas anderes machen. Beziehungsweise, wenn es offensichtlich ist, sage ich, ja, ist jetzt nicht gegangen, next. Ja. Und das Publikum liebt das dann auch und sie sind überrascht. Wie du es ehrlich bist. Du darfst dich einfach nicht winden. Das verstehe ich nicht, dass viele. Also in allen Bereichen, das gibt es ganz selten. Also zum Beispiel damals bei der. Ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr. Bei der Swissair Halifax, die hat das super gemacht. Ist gerade vorgegangen, hey. Kommunikationschefin dort. Super Job gemacht. Ist gerade vorgegangen, das ist passiert. Tag, 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 tag. Und das ist recht harmlos an ihnen vorbeigegangen. Während die anderen zuerst mal, ja, wir wissen da nicht. Der Flieger ist halt jetzt noch nicht rum. Und dann irgendwie rumdrucksen, murksen. Am Schluss kommt der alles raus. Und ja, einfach. Oder auch bei der Politik. Aber hast du vielleicht Flugangst? Nein. Nicht? Nein. Hast du von nichts Angst? Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Also so richtig Bummangst nicht. Es gibt natürlich Momente, wo ich Angst habe. Aber Von was? Ja, mir ist mehr um andere. Mhm. Dass vielleicht dass du mehr Sorgen machst. Sorgen haben über andere Personen oder so. Dass so vielleicht. Oder ja, sonst eigentlich. Ich habe keine Phobie, keine Angst vor Spinnen, nichts. Nein. Du hast vorhin gesagt, wir können ein Experiment da im Studio ausprobieren. Was können wir machen? Also, von wegen, wir hätten es mit dem machen können, aber ich stelle dir 4 Fragen. Mhm. Und du musst dir alles in visuelle Sachen, musst dir visuell vorstellen. Und sobald du vorgestellt hast, antwortest du laut. Und bei einer musst du lügen. Okay? Das heisst, bei einer musst du lügen und bei der anderen sagst du die Wahrheit. Also, erste Frage. Welche Farbe haben die Schuhe, die du gestern angehabt hast? Blau. Okay. Welche Farbe hat die Haustüre von deiner Mutter? Gelb. Okay. Welche Farbe hat dein erstes Velo gehabt? Blau. Okay. Welche Farbe hat die Bettwäsche, die du momentan verwendest? Weiss. Okay. Tendieren zwischen 2. Du hast zweimal anders reagiert. Trotzdem würde ich sagen, das erste ist gelogen. Nein. Okay. Die Schuhe haben gestummt. Die Haustüre, genau. Dort hast du angeschaut, also je nachdem, wie du reagierst, du hast es visuell vorgestellt. Aha. Aber es ist nicht ganz sicher, hast du es vorgestellt, weil du es wirklich siehst, was habe ich gestern angehabt, oder weil du es konstruierst. Also ich war dort nicht ganz sicher. Und genau. Beim anderen hast du ein bisschen schnell geantwortet. Ja. Ich habe ihn probiert, ich habe gemerkt, bei den Haustüren habe ich aber bei den Schuhen warst du das Einzige, das du so richtig visuell vorgestellt hast. Und ich gehe einfach auf das, was ausartet. Ich habe mir wirklich überlegt, was habe ich heute für Schuhe, was habe ich gestern für Schuhe gehabt. Und dann habe ich wirklich schnell überlegen, da bin ich sehr unsicher gewesen. Und die Haustüre war schnell gewesen. Genau. Also gibt's, ja, das ist schnell gewesen. Das wäre das Zweite gewesen. Dann, ja, genau. Gibt es noch mal ein Experiment, das wir machen können? Ja, ich würde gerne etwas machen. Ich habe mein Buch mitgebracht, habe irgendwie 300 Seiten. Ich tue das mal so durch, dann sagst du irgendwann Stopp. Gut. Stopp. Okay. Merkst du mal das erste Wort? Jawohl. Ist nicht gerade der, die das oder so? Nein. Okay, gut. Du hast ein gut vorstellendes Wort. Ich stelle verschiedene Fragen, nur in Gedanken beantworten. Okay. Ist es eher ein längeres Wort oder eher ein kürzeres? Also neue Gedanken. Eher ein längeres Wort oder eher kürzer? Okay. Ist es ein Wort, das dir auch etwas bedeutet? Oder irgendwie etwas Unwichtiges?
Okay, es hat eine Bedeutung, Weil es aus meinem Buch ist, ist es etwas, das vielleicht typisch für mich ist? Oder eher so allgemein? Okay, gut, denk mal an den ersten Buchstaben. Ich gehe das Alphabet schnell durch. Wenn der Buchstabe kommt, denkst du Stopp. Ja. Also der erste Buchstabe? Ja. Hast du den ersten Buchstaben? Mhm. Wenn der kommt, denkst du Stopp. Mhm. Aber nicht nicken oder so, aber wirklich... Also ich muss jetzt Stopp durchgehen, denken. Ich muss selber durchgehen. Nein, ich gehe durch. Okay, ich sage es auf und wenn der kommt, denkst du Stopp. Mhm. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W... Ah, sind durch. Okay, ist eher ein bisschen... Bis hinten war. Gedanken sagen immer wieder, Okay, ist es R? Ja. Okay. Denk mal an den zweiten Buchstaben. Okay, zweiten Buchstaben tun wir ein bisschen abkürzen. Dann kommen R, nehme ich an, kommt ein Vokal. Okay, es kommt ein Vokal. A, E, I, O, U, A, E, I, A, E. E, okay. Oh, letzte Frage. Da bin ich mir ganz sicher. Ist es ein Wort, wo auch ein bisschen jetzt in die Zeit passt? Okay. Oh, der geht nicht so gut. Okay. Also bist du ganz sicher? Komplettes ja. Buch. Ich habe mich festgelegt. An was für ein Wort denkst du? Reisen. Sehr gut. Hey, schön. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, es wird sehr schwierig, aber... Ich bin überrascht. Weil es ist ja schwierig, aber... Ich bin so sehr skeptisch, aber das überrascht mich sehr. Teil von meinem Job. Mega. Apropos Buch, das wir jetzt gerade angeschaut haben. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Um was geht es in diesem Buch? Fessel dein Potenzial. Es sind drei Grundthemen aus meinem Arbeiten heraus. Sachen, die die Leute im Alltag anwenden können. Der erste Teil ist nonverbale Kommunikation. Wie kann ich es einerseits zum Beispiel Lügen erkennen, aber auch wie kann ich besser nonverbal kommunizieren. Das zweite Thema geht es ein bisschen um Manipulationen, wie kann ich mich dagegen wehren, aber wie kann ich gewisse Sachen auch anwenden. Und der dritte Teil ist Gedächtnis, wie kann man Sachen besser merken. Wenn ich zum Beispiel beim Firmenanlass, wir werden 30 Leute vorstellen, wie kann man die 30 Namen merken. Oder auch, das ist immer das Problem, oder? Nein, das ist ganz schlimm, auch bei mir. Also, nein, das ist eines der schwierigsten, dass man es merken kann. Dass man den Namen merken kann und natürlich dann noch mit dem richtigen Gesicht in Verbindung setzt. Aber auch sonst Sachen, wo ich sage, ich habe gerade nichts zum Schreiben, da muss man eine Zahlenfolge merken. Einfach abstrakte Sachen ist schwierig. Und das sind Methoden drin, wenn ich das leicht kann merken. Und wir verlosen das Buch noch am Ende der Sendung, also unbedingt dranbleiben. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Rubrik und die heisst «Noch nie gesagt». Ja, und bei «Noch nie gesagt» gibt es etwas, was du noch nie im TV, Radio irgendwo erzählt hast, wo man muss wissen von dir oder was noch interessant wäre? Ja, das ist schwierig bei mir, diese Sachen. Die Sachen, die ich nicht sagen will, sage ich auch nicht. Du machst ein Geheimnis. Kannst du eigentlich ein Geheimnis herausfinden von Leuten, wenn die dir etwas nicht sagen wollen? Kannst du da so also privat mache ich es nicht. Ja. Aber auf der Bühne. Aber dann, es ist immer, muss niemand Angst haben, es ist immer im Einverständnis. Also ich würde jetzt nicht Sachen herausfinden, die jemand nicht will. Wo vielleicht einer sagt, das würdest du nie herausfinden, das schaffst du nicht, okay, das ist okay. Aber jetzt nicht irgendetwas Persönliches, wo ich weiss, das will er jetzt wirklich nicht preisgeben. Nein, es wird niemand bloßgestellt. Aber etwas, was wahrscheinlich die Leute noch nicht wissen, du hast vorher erzählt, du planst eine eigene YouTube-Show. Ja, also, du hast etwas da im Köcher? Im Köcher. Es ist noch nicht ganz konkret, aber ich habe die Zeit auch jetzt ein bisschen genutzt. Einerseits, weil ich ein zweites Programm geschrieben habe, wo ich dann mehr oder weniger fast innerhalb von einem Jahr zwei Premieren habe. Sachen einfach auch rund ums Buch, wo ich jetzt weitergeschrieben habe. Kommt dann irgendwann mal ein zweites Buch raus, aber wo man quasi in kleineren Häppchen als Video, wo ich dann den Leuten gewisse Sachen beibringe.
Und das war auch ein Experiment von dir? Nicht oder? Ein Experiment, aber auch gerade jetzt auch gewisse Sachen, wie man vielleicht mit der Situation kann umgehen kann. In der aktuellen Situation? In der aktuellen Situation, ja. Mental, Optimismus, aber auch Homeoffice. Viele, die ich geredet habe, haben hohe Mühe. Ich meine, ich kann nichts anderes. Ich bin immer mein eigener Chef, ich habe immer nur daheim geschafft, wenn ich jetzt nicht unterwegs war. Aber für viele ist das Neuland und viele tun sich schwer damit. Rund um das. Mhm. Und hast du vielleicht auch, weil du deine mentale Stärke hast, weniger Mühe mit dem? Du bist ein sehr optimistischer Mensch und schaust jetzt auch wieder positiv auf das Jahr, oder? Ja, aber. Aber deswegen habe ich zum Beispiel beim Buch, also das Buch habe ich im Kopf, habe ich es irgendwie 10 Jahre schon ist entstanden, geschrieben, habe ich es dann sehr schnell. Mhm. Aber am Anfang, ich mache ja auch Coaching und Keynote, aber am Anfang habe ich zum Beispiel Mühe damit gehabt, weil ich gewisse Sachen einfach automatisch gemacht habe. Ich bin seit klein auf irgendwie einfach immer ein Optimist gewesen und seit klein auf habe ich immer Selbstvertrauen gehabt. Also gewisse Sachen sind einfach natürlich gekommen. Und erst dann nachher, weil die Leute immer gefragt haben, ja, wie machst du das, habe ich es wirklich analysieren müssen. Aha, so und so. Ah, die anderen machen das nicht so. Und dann habe ich es dann auch beibringen. Das ist quasi wie bei gewissen Fußball, wenn sie fragen, ja, was machst du? Ich sage, ja, einfach reinschiessen. Und der andere überlegt sich hin und her. Und dann der eine sagt einfach, ja, da ist der Böller, da ist genau, der Ball. Und dann Tag Ziel rein, ich, oder? Fertig, ja. Nicht darüber nachdenken. Ja. Aber wenn man es jemandem beibringen muss, muss man es analysieren. Und was dann spannend ist für mich, weil dann viele sagen, ah, die und die Schreibe mache ich. Und ein paar sind einfach dann automatisch gewesen. Mhm. Oder bin ich so reingerutscht. Bei mir ist viel vielleicht auch vom Sport gekommen. Ich habe sehr früh mit Judo angefangen. Und dort ist auch, mental ist halt wichtig. Im Kampfsport. Und wie es so schnell geht. Du kannst, genau. Du kannst dich sehr vorbereiten. Und es kann so eine Sekunde schon fertig sein. Und nicht jetzt wie in einem 100 Meter, wo du einfach sagt, ich habe heute das Beste gegeben, einer schneller gewesen, sondern der andere tut halt immer dich stören und machen und tun und du kannst es nicht kontrollieren. Apropos Sport und apropos mentale Stärke, das kannst du jetzt auch bei unserem Spiel dann unter Beweis stellen. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik und die heisst «Zum Schluss der Schuss». Ja, Tobias, wir kommen zu unserem Dartspiel. Okay. Und da bin ich mega gespannt, wie es um deine mentalen Kräfte auch im Darten steht. Ja, und mental wäre okay, aber... Hast du schon mal Dart gespielt? Das muss oder? Ja physisch. Also das war in den 90er-Jahren, als ich in England Schauspiel studiert habe. Perfekt. Das ist, glaube ich, das letzte Mal, als ich so einen geworfen habe. Und dann auch noch... Also richtige Spitze, gell? Schwere Spitze. Weißt du, wenn aus Respekt vor unserer Kamerafrau haben wir gefunden, ja, unsere Pfeile sollen nicht alles. Nein, das ist gut. Genau. Wobei so, ich weiß nicht, wie gut ich bin, weil es schon so ewig her ist, genau. Aber ich will nicht so schlecht sein, dass sie sehr gut Angst haben. Genau, weil Delia Müller Zängin hat das letzte Mal bei uns in die Wand geschossen. Okay. Also hat dann recht in der Mauer ein Loch gegeben. Aber du, ist gut, ich glaube, ich vertraue auf deine mentalen Fähigkeiten. Tobias, ich würde sagen, du darfst schiessen. Sehr schön. Okay, 18. Perfekt. Ich habe einen 3er da. Ja, ein Triple 3er auf 20. Ein Triple 1er, so wie es aussieht. Triple, aber ein bisschen zu Zeit rechts. Genau, ich zähle es gerade schnell zusammen. Ja, das sind 32 Punkte. Im Mittelfeld ist bei uns. Ein bisschen eingerostet. 90er Jahre sind schon länger her. Absolut. Und du hast natürlich auch im Sitzen geschossen, was natürlich bei uns alle machen. Das ist nicht ganz das Gleiche, wie wenn man in einer Bar im Stehen schiesst. Genau. Super, wir verlosen noch dein Buch «Entfessle dein Potenzial». Falls ihr das möchtet, zuhause, könnt ihr an hallo@svensationell.ch schreiben. Und dann tust du noch signieren für unsere gerne. Fans. Für deine Fans, genau. Hey, es hat mich sehr gefreut, bist du da gewesen, im Svensationell. Freudiger Gast, spannendes Experiment. Kann man dich demnächst irgendwo sehen oder ist das schwierig? Ja, ist schon wieder etwas verschoben. Einfach auf die Webseite gehen, tobiasheinemann.com und jetzt perfekt. Sind dann die öffentlichen Daten. Das ist immer aktuell und genau. Super und geht doch einmal auf unsere Webseite svensationell.ch und nicht vergessen, uns abonnieren. Und ich wünsche euch eine schöne 2 Wochen. Danke vielmals, dass ihr vorbeigeschaut im Svensationell. Macht's gut und bis bald. Ciao miteinander.